Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt-Projekt hier. Wir schauen uns den Korean Rail Driving Tour Simulator an, wo wir die LRT Busan Gimhae Strecke fahren. Also das ist eine Light Railway in den zwei Städten, wie schon genannt. Und ja, ist am 6.6. rausgekommen. An dem Tag nehme ich das Ganze jetzt auch auf. Und kostet knapp 16,79 Franken. Wird vermutlich ungefähr das gleiche in Euro kosten. Das mit 79 zum Schluss, vermutlich wegen der Umrechnung. Ja, wir haben hier 21 Stationen. Die Strecke selber ist, glaube ich, ja, nicht ganz 24 Kilometer lang, 23,9 sind es. Und ja, es ist halt ähnlich wie bei diesen chinesischen und japanischen Eisenbahnsimulatoren mit Echtbild. Da versuchst du halt das hier nachzufahren. Hier mit unterschiedlichen Modi. Und ja, man soll es eigentlich mit Controller spielen, muss man aber nicht. Wenn man hier reingeht, dann wird man erstmal von dem hier begrüßt. Man kann hier quasi Driving by Section machen, sprich man fährt von einem Bahnhof in den nächsten, dann gibt es ein Briefing, wie gut du da gefahren bist und dann geht es gerade wieder weiter. Dann gibt es hier noch, man muss so nach rechts mit den Maustasten übrigens, Driving the Entire Course. Also da fährt man dann komplett durch und kriegt dann das Rating ganz zum Schluss. Das muss man aber erst hier mit Coins freischalten. Und das finde ich jetzt schon ein bisschen doof. Wenn man mit dem hier da oben, mit dem fährt man zum ersten an. Und wenn man dann, ich glaube 380 Coins sind, das nächste freischalten will, dann kann man jetzt nicht hergehen und sagen, oder 390 in dem Fall, ich will gerade das direkt hier haben. Nee, man muss erst das da freischalten. Dann geht's weiter. Dann muss man das hier freischalten. Und das freischalten ist, dann das hier freischalten. Und dann gibt es noch einen Modi, den View-Mode. Und da ist es dann effektiv wirklich nur zugucken. Aber damit man das hier freischalten kann, muss alles das da vorne erstmal freigeschaltet sein. Coins kriegt man relativ schnell, also in einer Dreiviertelstunde ungefähr, habe ich genug Coins gehabt, um hier die untere Strecke freizuschalten. Also beziehungsweise einmal mal rückwärts fahren. Oh, finde ich jetzt ein bisschen mehr. Es gibt dann auch noch einen Shop. Das ist, glaube ich, der erste Eisenbahn-Simulator der Art, den ich gesehen habe, der so einen Shop hat. Man kann sich hier Items kaufen, die man dann bei der Fahrt nutzen kann. Da zum Beispiel Current Speed ist instantly halved, also man wird instant die Hälfte weniger oder die Zeit wird dann einfach mal ganz kurz angehalten. Weiß ja nicht, ob man das unbedingt braucht, aber gut, es ist hier drin. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal gerade direkt rein. Also wir fangen mit dem an, mit dem ihr auch startet. Ihr habt hier dann Gameplay und da kann man jetzt hier die Sektionen auswählen, die man fahren will, bzw. wo man starten möchte. Ich habe hier schon ein bisschen was freigeschalten. Man schaltet die frei, indem man quasi eben zu dieser Station fährt und alle anderen muss man erstmal hinfahren. Ansonsten, ja, kann man es halt nicht fahren. Wir fangen ganz am Anfang an, hier in Sasang nach Webbeo, ich kann es eh nicht aussprechen. Wir gehen jetzt einfach mal rein und sagen Departure. Und dann ist man schon drin. Hier haben wir die Höchstgeschwindigkeit, das zeigt an, ob es nach oben, nach unten geht. Das sind die Items, die man nutzen könnte und das zeigt gerade an, was für eine Stellung man drin ist. Zeit läuft jetzt gerade weiter, das passt jetzt schon. Unten haben wir hier die Distanz bis zur nächsten Station. Das hier bewegt man mit dem Pfeiltasten nach oben und nach unten. Fahren wir mal los. Und vielleicht hört ihr schon das allererste Problem vom Simulator. Wir haben mit dem Ton hier zwei Probleme. Einerseits hat er hier dieses Krachen drin, was ich echt unschön finde. Und das zweite ist, die Ansagen sind abhängig von der Geschwindigkeit, die man hier fährt. Das heißt, wenn man nicht exakt genauso fährt, wie das Video ursprünglich aufgenommen worden ist, klingt halt auch die Ansage kacke. Da verstehe ich nicht, warum man da nicht die Ansage als eigenes Audio-File gemacht hat, was unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit abgespielt wird. Das nimmt halt irgendwo den Flair weg. So, und Präzisionsanhalten bin ich echt schlecht.
schauen wir mal, dass wir das hier hinkriegen. Man merkt das auch im Hintergrund. Das klingt einfach nicht geil. Da hätten wir audiotechnisch ein bisschen rumspielen müssen. Das habe ich schon besser gesehen. So, das ist jetzt dieser Screen. Der taucht jetzt jedes Mal auf in dem Modus. Also, Arrival Time, jetzt haben wir ein bisschen ein Delay gehabt. Gut, wir sind standen, Stop Position. Und dann gibt es hier noch ein paar extra Punkte für keine Items nutzen, dann natürlich nicht so schnell fahren. Und No Brake Re-Racing within the Station, das werde ich nicht hinkriegen. Und No Re-Acceleration within the Station. Rechts oben unsere aktuellen Points, die wir jetzt mit haben. Okay, jetzt könnte ich das Ganze nochmal fahren. Ich kann aufhören oder wir fahren jetzt gerade direkt weiter. Und das machen wir jetzt auch. So, habt ihr das kurz gemerkt? Das Video hat kurz angefangen und dann können wir erst übernehmen. Da verstehe ich nicht, warum da nicht irgendwie so ein Abfahrtssymbol kommt oder so. Und das Video fängt dann erst an dem Punkt an, wo ich auch effektiv Gas gebe. Für mich noch ein Minuspunkt. Dann ab und zu hat es diese komischen Stotterer. Unabhängig von dem, was man tut. Aber zu der Strecke an sich, die ist die ganze Zeit hier so oben. Die ist relativ eben neu. Hat 2011 geöffnet. Bestehend aus den Wagen, die wir hier fahren. Das sind so zweiteilige Dinger. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt sind. Da steht auch nicht mal auf Wikipedia, wie viele Wagen das sind. Und dann hat man teilweise auf der Strecke noch diese Störgeräusche, wie wir es jetzt gerade gehört haben, oder Leute fangen einfach an zu reden. Na, über das könnte ich noch hinweg gucken, wenn der Rest vom Ton wenigstens gut wäre. Und fahrt auf gar keinen Fall zu schnell. Wenn ihr nur gefühlt 0,1 km/h zu schnell seid in dem Modus, dann haut euch das Spiel raus und ihr dürft nochmal von der letzten Station anfangen. Ich weiß nicht, ob das bei Continuous Mode dann genauso ist. Oder ob er euch dann einfach nur die Strafen entsprechend gibt zum Schluss. Entsprechend habe ich leider auch mal die negative Rezension schon mal hinterlassen. Und ich hoffe sehr, dass der Ton besser wird. Und wenn ja, dann würde ich auch entsprechend die Rezession nochmal anpassen. Weil gerade so ein kleines Spiel sollte man, wenn es denn gut ist, auch unterstützen. Ja, jetzt fahre ich nicht ideal. Ja, schön langsam fahren. Und es klingt meh. Ah, halt falsch. Das könnte jetzt ein Fail sein. Nee. Das war zu viel. Immerhin, im Marker drin. Tja, wunderbar. Würde ich sagen, noch mal eins weiter. Da, schon wieder losgefahren. Und gerade dahinter wieder diesen komischen Lag. Pluspunkte hätte es von mir auch noch gegeben, wenn das Wetter schön gewesen wäre. Glaube ich, wäre auch die Landschaft im Hintergrund noch schöner zur Geltung kommen. Aber vermutlich hat man sich entschieden, das so zu machen, damit man hier nicht so extrem Lensflare hat. Zitterlein, halt bei mir den Flughafen.
Kann man das mal hier mal sauber wieder anhalten. Aber ich glaube, das könnte ich jetzt verkacken. Jo, ich bin in sowas einfach nicht gut. Zentimeter. So. Haben wir wieder ein paar mehr Coins. Und dann würde ich eigentlich gerne mal diesen Continuous Mode freischalten. Ich glaube, eine Strecke vorwärts hier noch. Kommt der Kollege mal rein? Ich meine, gerade bei den Enthusiasten, wo der Sound so wichtig ist, ist es. Jetzt mal ans Handy ran. Oh, der Sound. Oh, das tut echt weh. Gas geben. Gerne in der Station irgendwie so eine Visualisierungshilfe, wo ich eigentlich anhalten muss. Ja, ohne die Anzeige da hätte ich jetzt keinen Plan, wo ich hier genau stehen bleiben muss. Okay, ich würde mal sagen, wir fahren mal die andere Richtung. Wenn wir das auch mal kurz gesehen haben. Da von Kaya University, glaube ich, ist es noch Sansang. Kaya University, los geht's. Ach da, das ist ja viel zu schnell. Das fühlt sich nicht an wie 45. Ich weiß nicht, die Relationen von diesen Anzeigen. Das passt hier beispielsweise wieder. Holy shit. Das passt so gar nicht. Also, ich weiß nicht.
Nee, da fahre ich lieber, glaube ich, die anderen Simulatoren. Ich werde jetzt nochmal diesen kontinuierlichen Modus ausprobieren und dann schauen wir mal, wie der sich so verhält. Also würde ich mal sagen, kleiner Cut für euch und mal gucken. So, da bin ich nochmal. Ich bin nochmal die Sektion hier weitergefahren und das Video ist definitiv out of sync von dem, was hier die Anzeige da eigentlich einen sagt. Das merkt man dann spätestens beim Anhalten. Weil die macht wie was für sich Eigenes. Und das Video ist teilweise in der richtigen Geschwindigkeit, dann wieder nicht. So, da vorne 50. Und vor allem, man kriegt dann auch entsprechend Minuspunkte, wenn man dann viel zu früh ist. Obwohl man hier ganz normal fährt. Ich meine, wirklich schneller oder langsamer fahren sollst du ja eigentlich jetzt nicht. Ja gut, jetzt bin ich 0,1 km/h zu schnell gewesen. Okay, jetzt könnte man 80 fahren. Jetzt gebe ich. Es hat schon wieder ruckeln angefangen. Wir fahren 60. Das kommt so überhaupt nicht hin im Video. Da. Da, 150 Meter. Wir fahren 50 angeblich. 60. Nee, das passt so überhaupt nicht. Seht ihr das? Also wie wenn das Video da nicht richtig. Ja, nee. Das ist komplett out of sync. Mit dem, was man macht. Da seht ihr jetzt 9:35 Uhr. Driving completed. Und krieg hier da nicht die volle Punktzahl. Weil es ist 46 Sekunden zu früh. Also das kann nicht richtig sein. Naja, gehen wir mal auf den Continuous Mode. Wie eigentlich versprochen. So, liebe Leute, jetzt sind wir in diesem Kursmodus, wo wir quasi durchfahren können. Fängt natürlich. Oh, diese Musik. Fängt wieder gleich an. Und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht, was passiert, wenn man an der Station ankommt und wenn es dann direkt wieder weitergehen soll. Okay. Dass das rot war, das wird schon passen. Gut. Sollte man vielleicht bremsen. Also er, der echte Fahrer, bremst hier auch viel später. Ich bin in sowas einfach schlecht. Mich würden die nicht einstellen. Aber hier, glaube ich, merkt man das auch so ein bisschen, dass es mit den Geschwindigkeiten einfach nicht hinhaut. Kannst du nicht sauber anhalten. Ja, okay. Emergency Brake. So, und das ist dann quasi der Cut. Man muss dann trotzdem kurz warten. Fährt wieder los. Und so wiederholt sich das Ganze. Und wenn man dann zwischendrin dann aufhört, dann kann man hier ganz einfach natürlich Escape drücken. Sagt dann End of Driving. Ja. Und dann kriegt man halt diese Übersicht und dann kriegt man einfach die Komplettbewertung, wie du halt gefahren bist und wie es bei jedem Sektor gewesen ist. Ja, ich habe 1012 Coins, die ich nicht gefahren bin, sondern danke Cheat Engine. ja, jetzt kommt so ein kleiner Spoilerbereich. Ich werde euch jetzt im Video noch die ganze Strecke zeigen, also in quasi diesem View-Mode. Wo man das Originalvideo an sich sieht, da ist auch der Ton tatsächlich gut. Also so wie sie mit der Geschwindigkeit rumspielen, macht auch das ganze andere vom Ton her einfach kaputt. Aber hier zeige ich euch jetzt mal die ganze Strecke und zwar andersrum.
von der University nach Sasang ohne Kommentar. Also, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt und ihr wollt es wirklich mal selber fahren, dann an der Stelle jetzt das Video ausmachen. Ansonsten wünsche ich jetzt da viel Spaß bei der Fahrt von der University nach Sasang.
Thank you.
Thank you.
Hier ist schon
Thank you.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.